Hallo liebe Zuschauer, ich wollte wieder mal ein schönes Video drehen und zwar das geht dieses Mal für Flüchtlinge und Ausländer. Die denken ja immer, dass wir so locker und einfach hier in Deutschland leben. Das ist aber nicht so, das kann ich euch zeigen. Ich muss auch meinen Arsch hochheben und aus dem Haus rausgehen und ein bisschen was dafür tun. Und das zeige ich euch mal. So Leute, ich will jetzt mein Geld verdienen für heute. Dafür muss ich in mein Waldstück da rausgehen. Das ist mein Helfer. Der hilft mir immer beim Arbeiten, schweren Arbeiten. So. So, und dann fange ich einfach an zu suchen. So, oh, da zum Beispiel. Opa, 10 Euro. Aber 5er, 10er, 20er, meistens lasse ich die liegen. Ein paar Stunden länger. Meistens gegen Abend wird das zu 50er, 100er. 200 Euro, da muss man richtig tief in den Wald rein. Da traue ich mich nicht hin. Hab ein bisschen Angst. Ich hol mir kleinere Scheine. So, die liegen auch ganz gerne oder wachsen ganz gerne unter den Bäumen wie Pilze. Da sehe ich gerade eins. Da. Zack, 50er. Also wie gesagt, in Deutschland ist nicht so einfach mit Geld. Da muss man schon wirklich schon rausgehen und etwas suchen. Einfach so oft auf Konto wird nichts überwiesen, ne? Da muss man schon ein bisschen suchen. So, ganz oft finde ich hier bei mir im Holz, wächst auch was. Solche Stellen, so einfach unter dem Holz irgendwo anheben, gucken. Da, zack, oh, da ist er schon. Da, zack, noch 50. Unter Paletten ganz gerne. Da jetzt aber nichts. So, oh, da. Das läuft aber heute gar nicht mal so schlecht. Ah, das ist nur 10er. Scheiße. Na gut. So Leute, ich muss jetzt leider wieder rein. Ich habe nicht so viel Zeit zum Arbeiten. Weil, wie gesagt, schweres Arbeit. Da muss ich wieder rein. Wir müssen wieder einkaufen. Wir müssen das Geld auch ab und zu ausgeben. Ich habe heute 50, 100, 150. Ja, nimm dir eins, kein Problem. 150, 160, 170 Euro. 170 Euro. Rex, 10er für Rex. Und Rest nehmen wir. Ne, Rex? Wir kaufen dir Futter. Ja, du hast es auch schwer in Deutschland, ne? So, bye bye, Leute. Also nicht sofort so nach Deutschland stürmen. So einfach ist es alles nicht. Ciao, ciao.